40 Jahre Bonanza von der Firma Berndes. Warum 40 Jahre, warum sie eine Pfanne so lange hält, das wird uns jetzt der Rolf erklären. Rolf, servus, grüß dich. Servus. Hi. Ja, 40 Jahre, ich meine, die Pfanne hat schon fast Kultstatus. Hat sie. Es war die erste Serie von Berndes mit, also aus Aluguss mit Antihaftbeschichtung. Ist also Wahnsinn, dass das Modell so lange gehalten hat. Wir haben sie dieses Jahr nochmal verbessert, nochmal modernisiert, denn heute hat sie eben auch einen Induktionsboden. Induktionsfähig. Das hat die Ursprungspfanne nicht gehabt. Sehr, sehr geil. Also ich habe eine vererbt bekommen, die ist bei mir am Grill mit dabei zum Gemüse machen oder wie auch immer. Ich finde die geht auch nicht in die Knie. Ich finde die richtig gut. Das ist eben gute Qualität bei uns aus dem Sauerland. Und wir haben eben auch noch Attribute aus dem Sauerland. Wir haben Stiel, der wird im Sauerland gemacht aus Sauerländer Esche. Also das ist wirklich ein klassisches Produkt, made in Germany, in Arnsberg hergestellt. Also ja. Mehr Sauerland geht eigentlich mehr nicht. Mehr Sauerland geht nicht. Aber ihr habt ja bestimmt noch was Neues, oder? Ja, wir haben viele Kleinigkeiten. Im Fokus steht dieses Jahr 95 Jahre Berndes. Ja. Natürlich 40 Jahre Bonanza. Wir haben natürlich den B-Double wieder promotet. Der hat dieses Jahr einen Designpreis gekriegt. Wir machen auch in diesem Jahr wieder viel mit unserer weißen Keramik. Wir haben eine Versiegelung entwickelt, die extra für Induktionsherde geeignet ist, mit ferromagnetischen Partikeln auch schon in der Versiegelung. Okay. Also viele Kleinigkeiten, die das Ganze komplettieren, das Sortiment. Das mit der Versiegelung, ja. Die schauen wir jetzt da drüben beim Rolf an. So. Olaf, servus, grüß dich. Hi. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Genial. Du, wir haben ja gerade vom Rolf gehört mit der Versiegelung von der Pfanne. Kannst du mir da mehr drüber sagen? Ja, die ist halt die Bonanza-Pfanne, die ist halt dreifach versiegelt. Hat jetzt einen Induktionsboden, ist super schnell und das ist natürlich cool. Du hast ein modernes Gerät und hast einen rustikalen Griff. Das ist halt so eine Kombination, die wir auch bei unseren Gerichten immer benutzen. Du hast halt hier einen rustikalen Ast, einen Edelstahlnagel und dazu halt dann ganz modern angerichtet einen Rehrücken, rote Beete und ein bisschen von dem gerösteten Brot. Und der B-Double geht ja ganz gut als Präsentationsfläche für Brot, oder? Das ist nicht nur Präsentationsfläche, wir haben das Brot da drin gebacken. Also das heißt quasi, ist in dem B-Double das Brot gebacken, da kriegst du halt diese riesen Trümmer raus. Und das ist das gleiche Brot, was wir da haben, halt am Nagel haben. Willst du mal probieren? Genial. Du hast das Brot im B-Double gemacht? Klar, geht total easy. Gut. Es liegt nicht nur an der Pfanne, dass es so lecker ist. Schmeckt mir brutal gut. Danke. Merci für die Info. Danke. Tschüss. Viel Spaß noch. Mach's gut. Wir schauen mal weiter. Keramikpfanne hat die ganze Messe übergehalten, keine einzige. Jetzt haben wir wirklich eine harte Beschichtung und jetzt eben durch diese verbesserten Antihafteigenschaften, die die Versiegelungen eben auch aufweisen, sind die wunderbar. Nur Sie wissen auch, hart und weich verträgt sich nicht. Also das ist ein weicher Aluminiumkörper im Prinzip, auch wenn es Aluguss ist. Das hört sich schon mal hart und Guss, aber trotzdem ist es schlagempfindlich. Also Sie können hier nicht mit Ihrem Metall, so wie Sie die Köchleins immer machen, hier drauf rumhauen. Dann platzt es weg. Aber das ist mega geil so. Ja, ich weiß. Damit darfst du es ja auch. Das ist ja Kunststoff. Ne? Aber hier mit euren Metalldingern immer. Aber die Köche brauchen sie auch nicht bezahlen. Nee, ich glaube, das ist ja eine typische Handbewegung. Da würde ich mal grundsätzlich so machen. Das ist eine typische Handbewegung eines Koches, ne? So, wenn du nochmal draufhauen. Ne? Aber was wir auch machen, ist anbraten. Das machen wir jetzt gleich. Wir haben hier so einen richtig coolen Braten, den ich vorbereitet. So, ich nehme die Beine von jetzt einfach mal runter. Ne? Dann hast du hier ein bisschen mehr Platz. Ja, das wäre geil. Mit meinem tollen Köcher. Ich möchte deine Köche erst probieren. Nein, ich würde es nicht empfehlen. Aber ich habe sie natürlich auch extrem übertrieben mit Curry. Ich packe da mal ganz viel rein, dass man den Effekt besser sieht. Wo stelle ich den denn ab? Brauchen wir die Pfanne hier vorne? Haben wir jetzt einen Braten drin. Der war 12 Stunden im Ofen. Der haben wir vorhin nur ganz kurz gesmoked im Wok. Ich habe euch das eben schon erzählt. Ihr kennt das, den Trick schon. Ne? Also alles Kocher, viele Leute hier. Das bin ich sehr unkompliziert gemacht. Ich habe mir da überhaupt keinen Trararum gemacht. Ich habe den einfach vorher kurz geräuchert im Wok, in den B-Double reingepackt. Nur ein bisschen Pfeffer und Salz dran gemacht, Zwiebeln, Rosmarin und Knoblauch reingeworfen, Deckel drauf gemacht, Ofen 12 Stunden fertig. Also mehr muss man gar nicht machen. Man sieht jetzt hier, der Topf ist voll mit Fleisch, da ist ein bisschen Flüssigkeit und Fett drin, aber es ist gar nicht so viel, was da ausgetreten ist, weil die Temperatur halt ziemlich weit unten war. Und was ja jetzt fehlt, ist natürlich eins, und das ist wichtig, der ist nicht so richtig gebraten, der Braten. Der hat von außen ein bisschen Farbe durch das Räuchern. Aber im Prinzip fehlt ihm jetzt Geschmack, jede Menge sogar, weil gekochtes Fleisch, ne, das ist jetzt bei 80 Grad, ist eher so gekocht als gebraten. Gekochtes Fleisch ist lecker, gebratenes Fleisch schmeckt natürlich sofort schon in der Theorie. Und für 80% der Leute ist immer noch gebratenes Fleisch der leckerste Geruch, das was man jetzt hier so riechen kann. Klar gibt es irgendwie noch Vegetarier, die das dann nicht so gerne riechen, aber das hat sich halt irgendwie entwickelt. Aber das ist doch Ballerie, aber Brot. Der Geruch hier, das ist das Beste einfach. Indem man eben auch im Backofen arbeiten kann.
Das ist das Schöne bei angegossenen Griff. Die werden zwar ein bisschen heiß, deswegen hast du ja schon was hier drüber gestülpt. Aber ich kann es auch in den Backofen backen. Und da wunderbar im Backofen dann bei niedrigen Temperaturen über lange Zeit umgaren. Was ist das für eine Soße? Wie hast du die? Das ist quasi aus Kaltknochen gezogene Soße, geröstet. Dann auch wieder zwei Tage lang bei kleiner Temperatur vor sich hinsimmern lassen. Und dann geht der ganze Geschmack von den gerösteten Knochen dann über in die Soße. Schmeckt super gut. Es ist halt so, wir machen immer direkt einmal die Woche machen wir einen großen Topf voll. Das sind 140 Liter. Ne? Und wenn der fertig ist, dann kochen wir die ein. Da bleiben da ungefähr 12 Liter von über. Also 140 Liter so eine Art Grundsoße. Wird so lange eingekocht, bis da nur noch 12 Liter von über sind. Die ist aber dann halt so wie die hier. Ja. Also schmeckt so intensiv, dass das haut dich um. Und hat dann halt wirklich einen ganz, ganz besonderen Geschmack. Das ist halt im Prinzip die ganz klassische Art, so eine Soße zu kochen, so wie das früher halt die Franzosen auch immer gemacht haben. Ne? So ist immer noch der beste Weg. Also man kann, es gibt heute mittlerweile halt hier Tütenprodukte ohne Ende, die vorgeben halt auch gut zu sein. Aber tatsächlich ist das überhaupt kein Vergleich. Wer einmal so eine richtig gute Tüte gegessen hat, der will nachher nie wieder irgendwie so eine Packung aufmachen. Ja, Mensch, das ist ein richtig schönes Blümchen. Wenn das jetzt noch stehen lässt bis Sonntag, dann haben wir schöne Blumen, ne, zum Valentinstag, oder? Ach, ist auch schon wieder, ja. Ich dachte mal, da gibt es Rosen. Das habe ich in Kartoffelpüree gemacht. Das habe ich mit ein bisschen Holzkohle und mit Sepia-Tinte eingefärbt. Dann auf eine Backmatte gestrichen und dann getrocknet. Das ist also unkompliziert. Kartoffelpüree einfärben, trocknen, dann ein bisschen crunchen. Dann hat man so einen knusprigen Kartoffelcrunch oben drauf. Schmeckt das auch was Besonderes. Aber jetzt gleich kriegst du was ganz Krasses da oben drauf auf das Fleisch und auf das Kartoffelpüree. Und da bin ich mal gespannt, ob dir das auch schmeckt. Das nennen wir Heimaterde. Ist aber keine, das ist keine Kartoffelpüree, Erde. Ne? Das ist auch Kartoffelpüree, das haben wir ein bisschen eingefärbt. Und dann getrocknet. Und der Keim, der da oben drauf, darf sich nicht erschrecken jetzt. Der ist ein bisschen scharf. Das ist eine Chili-Fresse. Das ist jetzt das Ritual. Du könntest gar nicht reden, man die Sachen ja, sogar. Ja, das ist frisch gebacken hier. Das hat heute Morgen. Das heißt, eins ist noch im Ofen, das ist sicherlich nicht von heute Morgen frisch, sondern von gestern, aber das ist eben im Double-Topf gebacken worden. Wie wir übrigens alles in unserem Kochgeschirr machen. Wir haben hier eine weiße Keramikpfanne, wir haben hier eine schöne Grillpfanne. Zum einen habe ich hier das Brot, wo wir schon die ganze Zeit drüber reden. Das würzt sich noch ganz leicht mit Salz und Pfeffer nach. Und braten das in steigender Butter langsam an, damit das nochmal so eine frische, braune Kruste bekommt. Das saugt jetzt die Butter so ein bisschen auf, wird damit außen richtig schön braun. Passt dann halt nachher ganz hervorragend zu dem Reh und der roten Beete. Weil die Reh und rote Beete sind beide so kräftig vom Geschmack her. Man würde das Brot total verlieren, wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen nachwürzen würde. Muss ich pur, ist es gut. In der Kombination muss dann ein bisschen was noch dran. So, und dann wird das natürlich gleich noch ein bisschen ansprechend serviert auf einem Nagel. Also ruhig mal jetzt hier stehen bleiben, gleich sind wir soweit, dass wir hier mal so ein paar Nägel finden. Also es dauert halt ein klein bisschen, die Art und Weise, wie wir den Rehrücken braten, ist ja halt eine sehr sanfte Methode. Ne? Also wirklich ganz sanft, ganz langsam in der Pfanne, dass das Fleisch sozusagen an die Hitze gewöhnt und nicht irgendwie mit einem Schlag zack angrillen und von außen heiß anbraten. Das ist ja dieses, was man den Leuten immer erzählt, ne? Ihr müsst das Fleisch total heiß anbraten, damit sie die Poren schließen. Tatsächlich ist das selbstverständlich ein Irrglaube, ne? Also da gibt es keine Poren, die sich schließen können. In Wirklichkeit zerstört man Zellwände außen, Flüssigkeit tritt aus und in Realität ist das so, wenn ich ein richtig gutes Steak machen will, dann muss ich das zuerst bei sanfter Temperatur langsam erhitzen und dann einmal ganz kurz anbraten. Dann hat man ein tolles Ergebnis. Genau, das ist die Kunst und dann braucht man eben den Herd noch nicht so hochfahren. Genau. Wir haben eh eine gute Leitfähigkeit in den Produkten, da kann man eben noch mit niedrigen Temperaturen. Das ist ja das Coole an so einer Pfanne, da brauche ich halt nicht nachher die Pfanne wechseln. Ich würde jetzt normalerweise das Sanft erhöhen, dann eine andere Pfanne aufsetzen, die richtig heiß machen und anbraten brauche ich ja nicht. Ich drücke einfach gleich einmal auf volle Pulle, dass die sofort so heiß, dass ich direkt in einem Zug anbraten kann. Perfekt. Das muss jetzt nicht großartig. Gestern haben wir das auch schon gemacht, da wurde das so viel fotografiert, ey, meine Güte. Nächstes Jahr auf der Ambiente alle Stände Nägel. Ja, das ist der Markt, wir können verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Und zur Not kann man es dann auch im Garten nochmal irgendwo reinhauen, wenn man einen Gartenanlage so hat. Das ist so mal ein Backofen.
Olaf? Wenn man von sich selbst sagt, dass man kreativ ist. Deswegen sage ich es ja, dass man kreativ ist. Was haben Sie jetzt in der Pfanne? Da habe ich ein bisschen Lauch drin. Das kommt hinterher als Verzierung oben drauf. Und die Kapern habe ich da drin geröstet. Perfekt. Jetzt mit einem Schlag. Jetzt mit einem Schlag. Das schmeckt halt auch noch gut, dass das verrückt hat. Das drin hast du ja mal nicht gewürzt. Die Kaper ist an sich schon so würzig, dass es ausreicht.